Herr Mayer, in Deutschland liegt die Sozialdemokratie am Boden. Ist das ein Phänomen, das auf Deutschland beschränkt ist? In Deutschland zeigt sich dieses Phänomen am dramatischsten. Vielleicht hat das damit zu tun, dass die deutsche Sozialdemokratie das Land stärker geprägt hat, als die Sozialdemokratie irgendwo sonst in Europa ein Land geprägt hat. Aber es ist auch ein europäisches Problem und man glaubt es kaum. Es wird offensichtlich sogar zu einem Schweizer Phänomen, wo die Schweizer Sozialdemokraten erleben, wie Mandatsträger im Parlament rüberlaufen zu den Grünliberalen. Und es ist auch zu erwarten, dass Wähler zu den Grünen gehen. Liegen solche Wählerbewegungen am Programm oder eher am Personal? Ich glaube, das Personal ist Ausdruck der inhaltlichen Krise. Je größer die Krise offensichtlich in Deutschland, desto schwächer das Personal an der Spitze. Das hat sich mit der tapferen Andrea Nahles gezeigt. Sie war nicht auf der Höhe der Aufgabe. Und das kam ja dann auch zum Scheitern. Man spricht ja heute gerne vom Narrativ, von der Erzählung, die man brauche. Hat die Sozialdemokratie kein Narrativ mehr? Reden wir mal vom klassischen Narrativ der Sozialdemokraten. Es ist die Partei, die den Kapitalismus in die Moderne geführt hat. Eigentlich eine sehr bürgerliche Partei, denn sie ist am Ursprung der modernen, sozialgerechten, bürgerlichen Gesellschaft. Interessant ist, dass sie sich immer verweigert hat, sich selber als bürgerlich zu sehen und damit die Bürgerlichkeit immer anderen, die sich dann wirklich, die haben dann da die Hosenträger gespannt und gesagt, wir sind die bürgerlichen Parteien. Dabei war die bürgerlichste Partei letztlich die Sozialdemokratie als Reformpartei. Das ist das Narrativ. Man kann sagen, die erste Moderne ist sozialdemokratisch durchtränkt. Unsere Fortschritte, unsere Sicherheiten, unser gutes Gefühl sozial, das hat sehr viel, nicht nur, es braucht ja Mehrheiten, aber sehr viel mit dem Drängen der Arbeiterbewegung zu tun und damit mit der Sozialdemokratie, ja der politische Arm der Arbeiterbewegung darstellt. Sie sprachen eben von der ersten Moderne. In welcher Moderne befinden wir uns heute? Die Globalisierung ist die zweite Moderne. Es geht jetzt darum, den Entfesselten und in globale, unregulierte Freiräume sich begebende Kapitalismus zurückzuholen, Zügel anzulegen. Der Kapitalismus ist ein unglaublich kreatives System, das kann man schon bei Marx nachlesen, der das sehr erkannt hat, aber er braucht Zügel. Er braucht eigentlich auch eine politische Führung, eine Bandbreite, in der er sich austoben kann in seiner Kreativität. Das wäre die Aufgabe der Sozialdemokratie. Zweite Moderne heißt Finanzkapitalismus in rechtsfreien Räumen, schalten und walten die, vor allem auch der Digitalismus, rechtsfreie Räume, Facebook, Google, diese ganzen Giganten, die fast in totalitärer Weise die Menschheit in ihr System integrieren, die brauchen dringend Kontrolle. Das wäre die Aufgabe der Sozialdemokratie. Politik gibt es aber nie ohne die sogenannte kulturelle Frage. Wie sieht es denn da aus? Sehen Sie, das ist ja auch eine kulturelle Frage. Was soll der Kapitalismus sein? Die Sozialdemokraten sitzen eigentlich auf der Endmoräne des Marxismus und glauben, durch das Verteilen von Geld in soziale Wohltaten, die zum Teil auch berechtigt sind, würde dann das kulturelle Problem gelöst. Also es gäbe beispielsweise die Frauenemanzipation, wird als Nebenwiderspruch sich auflösen, wenn nur endlich alle gerecht entlöhnt und werden. Also das ist ein ganz großer Irrtum, zu glauben, dass das Ökonomische die Basis von allem ist. Aber da sind die Sozialdemokraten und beharren darauf. Sie verhalten sich so, ist nicht mehr eine Ideologie. Aber ganz interessant, Herr Kissler, Sie haben jetzt einen Ideologen gefunden,
nämlich Kevin Kühnert, einen User-Menschen, der plötzlich von Vergesellschaftlichung, von Verstaatlichung, von Enteignung redet, zum Beispiel von BMW, ein unglaublich kreatives Unternehmen, soll denn wahrscheinlich von Herrn Kevin Kühnert und Genossen geführt werden. Es ist alles absurd, was wir da erleben. Anstatt aufzubrechen in diese zweite Moderne und sagen, wir haben den Anspruch, diese Dinge zu regeln, wir entwerfen das Bild dieser Gesellschaft, es geht nicht um ein Reißbrettbild, sondern an der Praxis. Das ist, Sie sehen, wenn das nicht da ist, dann entsteht eine Einthemenpartei und hat einen Riesenerfolg, sind die Grünen. Auf der anderen Seite haben Sie das Phänomen der Migration. Man kann sagen, die Migration ist die Globalisierung, die zweite Moderne, praktisch zu Hause bei den einfachen Menschen. In ihren Quartieren, Straßen, Wohnhäusern, in den Schulen ihrer Kinder, ist diese Migration da. Die ist da, sie müssen sich damit beschäftigen. Das ist für sie ein riesen kulturelles Problem. Das sind nicht böse Menschen, die jetzt die Fremden nicht mögen, sondern sie haben ein Problem. Sie sind hier zu Hause und es kommen andere. Wie benehmen sich die? Wie grinst man die ein? Wie schafft man Sicherheiten? Sein Problem, ein kulturelles. Gibt es europaweit auch irgendwo ein Hoffnungszeichen für die Sozialdemokratie? Ja, es gibt ein Land, das zeigt, dass es nicht zur Auflösung quasi kommen muss, dieser, sagen wir mal, in der Geschichte sehr bedeutenden und wohltätigen Bewegung. Ich sage bewusst wohltätigen Bewegung. Das ist Dänemark. In Dänemark sind die Sozialdemokraten erfolgreich, siegreich. Warum? Sie sind zum Beispiel in der Migrationspolitik ganz klar streng. Und sie sind in der Sozialpolitik ganz klar links. Das ist interessant. Die Menschen wollen Sicherheit. Sie wollen Sicherheit sozial, Sicherheit auf der Straße, für ihre Kinder in der Schule. Sie wollen die Sicherheit, dass dort, wo sie sind, sind noch sie, ihre Heimat, diese Sicherheit, nennen wir es doch Heimatsicherheit. Sie wollen Umweltsicherheit, wenn wir das Wort Sicherheit mit Umwelt in Verbindung bringen wollen. Das darf man. Die Sicherheit, dass das nicht alles schief geht, irreversibel schief. Es gibt ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis. Und dann, Herr Kissler, gibt es das Entscheidende. Die Leute rebellieren dagegen, dass die Dinge geschehen, ohne dass sie etwas dazu zu sagen haben. Dass eine Bundeskanzlerin mit der Öffnung der Grenzen bestimmt, wer kommt und wen müssen die dann aushalten. Nicht? Das geht nicht. Es ist nicht möglich, dass man die Zumutung, diese Zumutungen, diese zweiten Moderne, einfach durch eine kleine Clique oder Einzelpersonen instradieren lässt. Man macht das, es geschieht. Man kann sagen, muss halt alles anders werden und ich bestimme es oder wir bestimmen es. Das ist ein Riesenproblem. Und vielleicht ist da die Schweiz anders. Wenn so etwas wirklich sich so auswächst, dann wehren sich die Schweizer über die direkte Demokratie mit Referendum, Initiativen und beharren darauf, wir bestimmen mit. Vielen Dank, Herr Mayer. Das setzen wir fort.